7 Handelstage in Folge ging es mit dem DAX in Trippelschritten aufwärts, liebe Zuschauer. Und jetzt hängen wir irgendwie fest unterhalb der Marke von 13.000 Punkten. Möglicherweise ist ja auch die Ehrfurcht vor dieser psychologisch doch wichtigen Barriere recht groß. Aber es ist ja auch kein Beinbruch, wenn die Börsianer mal ein bisschen durchschnaufen. Wir wollen jetzt mal schauen, ob es zum Abschluss dieser Börsenwoche noch ein paar Impulse geben könnte und blicken auf die wichtigsten Termine dann am Freitag, dem 6. Oktober 2017. Um 7 Uhr am Morgen kommt zunächst der Index der Frühindikatoren aus Japan zu uns herüber. Dann gibt es um 8 Uhr Angaben zum Umsatz im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland im Monat August. Hier werden dann Angaben im Monatsvergleich zu erwarten sein. Ebenfalls um 8 Uhr kommt dann der Auftragseingang in der deutschen Industrie heraus. Ebenfalls für den Monat August im Monatsvergleich rechnet man mit einem leichten Anstieg um 0,8%. Und dann kommt der wahrscheinlich wichtigste Datensatz oder mehrere Zahlen sind es ja, die bekannt gegeben werden dieser Börsenwoche, nämlich der Arbeitsmarktbericht der US-amerikanischen Regierung mit Punkt 1, der Anzahl der neu geschaffenen Stellen außerhalb der Landwirtschaft, in der Privatwirtschaft und im staatlichen Sektor zusammengenommen. Da rechnet man jetzt nur mit 88.000 neuen Jobs. Und das ist auch kein Wunder, weil die Wirbelstürme Harvey und Irma hier kräftig gewütet haben. Und das hat, wie wir auch schon am Mittwoch bei den ADP-Zahlen gesehen haben, erst einmal einen kleinen Rückschlag am Arbeitsmarkt gegeben. Um 14.30 Uhr dann ebenfalls die Arbeitslosenquote, die zuletzt bei 4,4% lag, und die durchschnittlichen Stundenlöhne in ihrer Entwicklung, da sagen Ökonomen, die dürften um 0,3% im Monat September gestiegen sein. Um 21 Uhr am Abend wird es dann noch das augenblickliche Niveau bzw. die Veränderung der Verbraucherkredite in den USA bekannt gegeben. Eine Kennzahl, auf die auch immer mehr Börsianer schauen.